Denke bitte daran, dass du deine Zielgruppe nicht zu groß wählst, sondern dass du deine Zielgruppe eher klein hältst. Dann hast du in deiner Nische bessere Chancen. Du musst hier das Vertrauen zu deinen Kundinnen erstmal aufbauen. Deshalb biete ihnen kostenlose Probe-Coachings an oder Podcasts oder Videos oder Newsletter, E-Books, Videokurse und. Da kannst du ihnen kostenlose Kostproben anbieten und dann nochmal deinen Expertenstatus herausstellen. Du wirst sehen, du wirst auf die Dauer mit deinen Zielkunden eine vertrauensvolle Beziehung aufbauen und deinen Zielkundinnen damit helfen, ihre Probleme zu lösen, und sie fühlen sich dann auch von dir verstanden. Das heißt auch für dich, du musst dich selber zeigen, du musst in die Öffentlichkeit und du musst mit deinen Kundinnen selber sprechen. Auch wenn dir das am Anfang schwer fällt, musst du das doch für deine Zukunft, für dich so entscheiden. Denke bitte daran, dass deine Kunden nur deine Produkte kaufen, wenn sie sich von dir verstanden fühlen, wenn sie überzeugt sind, dass du ihnen bei den Problemen hilfst und sie auch löst. Das ist meine glasklare Empfehlung. Du solltest auch ein Geschenk auf deinem Blog haben, ein kleines E-Book, das du den Kunden dann schenkst, wenn sie dir deine E-Mail-Adresse geben. Das wäre auf jeden Fall ein richtiger Schritt in die Richtung.